Joho YouTube, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten. Ja, wir sind hier immer noch im Keller. Wir hatten uns hier hinten in diesem Raum umgesehen, keinen Zutritt, hatten dort schreckliche Sachen gefunden und diese Blutspuren. Und ich hatte vermutet, dass hier hinter eine Geheimtür ist oder irgendetwas, weil die Fußspuren hier unten nicht weitergehen und so vor der Wand halt verschwinden. Aber ich glaube, ich kann hier nichts machen. Wir haben hier zwar eine Fackel, die aus ist, und es ist ein bisschen untypisch für hier unten, für diese Kellergewölbe, denn die anderen Fackeln sind alle an. Aber ich glaube nicht, dass wir hier an dieser Stelle jetzt direkt weiterkommen. Hier ist übrigens auch noch eine Fackel, die aus ist. Oh, da drüben ist auch noch eine Fackel, die aus ist. Feuer haben wir, glaube ich, nicht dabei. Ich schaue nochmal. Nein, Feuer haben wir nicht dabei. Deswegen werde ich, bevor ich jetzt hier um die Ecke gehe und mich hier nochmal mit dem Wolf unterhalte, mal schauen, ob ich hier im Inventar nicht Bart und Brille miteinander verbinden kann. Verkleidung von Professor Schwarz. Und die können wir vielleicht so anlegen. So. Und dann spreche ich doch mal mit Wolf. Also, Wolf, wie ich sehe, hast du deine Lektion gelernt. Hervorragend. Professor Schwarz? Ich gratuliere dir, Wolf. Von deinen anderen Klassenkameraden kann ich leider nicht dasselbe sagen. Ich bin sehr unzufrieden mit ihrem Verhalten, denn wie es scheint, haben sie geschummelt. Professor Schwarz, Sie haben sie gesehen, nicht wahr? Ich kann meine Lektionen. Ich arbeite immer so hart. Und die anderen schreiben einfach von mir ab. Ich weiß, mein Junge, ich weiß. Aber Ihr Anführer, der ist Doktor, nicht wahr? Ja, Herr Professor, ja. Er ist der Gemeinste aus der Gruppe. Manchmal versucht er, mich von meinen Lektionen abzuhalten. Er sagt, er wird mich wie die anderen behandeln, die nicht wie wir sprechen und die so schrecklich laut schreien, wenn er sie bestraft. Aber ich bleibe bei meinen Lektionen und ich sage den ganzen Tag lang das Einmaleins auf. Er kann mich nicht daran hindern. Das ist gut, mein Junge. Ich bin stolz auf dich. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Wo treffen sie sich? Ich muss sie finden und dafür sorgen, dass sie die Bestrafung bekommen, die sie verdienen. Sie treffen sich dort drüben. Aber es ist gut versteckt und nur der Doktor hat den Code. Zuerst macht er Krach mit dem Feuer bei seinem Büro. Dann macht er Krach mit dem Feuer vor mir. Und dann macht er Krach hinter mir. Sie werden sehen, er kann seine Lektionen nicht. Danke, Wolf. Du bist ein schlauer Junge. Du wirst in diesem Schuljahr gute Noten bekommen. Aber jetzt musst du versuchen, deine Lektionen still aufzusagen. Da ich der Professor bin, weiß und sehe ich alles. Du brauchst also nicht zu schreien. Wie Sie meinen, Professor Schwartz. Das brauche ich nicht mehr. Ja, haben wir also recht gehabt. Schauen wir einmal kurz, was er geschrieben hat. Anna, er hat ja nur den Dialog notiert. Und es hat wahrscheinlich wirklich etwas mit den Fackeln zu tun. Denn schließlich macht Dr. Gygax Krach mit Fackeln. Gut, schauen wir mal. Erstmal macht er Krach mit dem Feuer an seinem Büro. Nummer 1. Okay, das nicht. Dann macht er Krach mit dem Feuer vor mir. Das ist eine von diesen beiden. Ich gehe mal von... ich hänge. Ich denke mal diese hier. Okay. Und jetzt Krach mit dem Feuer hinter mir. Das ist entweder die hier. Nö. Dann ist es die hier hinten. Es funktioniert. Ganz einfach. Ja, ganz einfach. Du bist gar nicht aufgeregt, Sherlock, ne? Ich aber schon. Zumindest bin ich aufgeregt für uns beide, glaube ich. Oh, ich traue mich schon wieder nicht, hier um die Ecke zu gehen. Oh Gott, was ist, wenn wir da wieder was Ekliges finden? Strohsäcke, Teppiche. Boah, ich bin so ein Schisser. Aha, okay. Lebt der? Vorsichtig. Ja. Okay.
Entschuldigung, aber ich verstehe nicht, was Sie sagen wollen. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin... Wer du bist, hat nichts zu bedeuten. Wichtig ist nur deine Verehrung des einen. Du bist gekommen, um den großen Herrn anzurufen. Und nun frage ich dich, wer bin ich? Elender Sterblicher. Oh. Tja, wer bist du? Welchen Namen trägt der Erleuchtete? Kann ich eigentlich mein Inventar noch aufrufen? Oh ja. Was haben wir denn hier vielleicht in den Textdokumenten? Von Professor Herzog, Notizen von Gygax. Vielleicht hier irgendetwas. Der eine wird anscheinend Cthulhu sein. Das würde ich jetzt doch mal sagen, nach all dem, was wir hier so bisher gesehen haben und vor allen Dingen, was wir hier auch so an Statuetten gesehen haben. Welchen Namen trägt der Erleuchtete? Da müssen wir jetzt hier wirklich mal suchen, würde ich sagen. Handgeschriebener Brief. Gelesen habe, verstehe ich, dass mein Meister leicht entdeckt werden könnte. Selbst wenn wir Haarteile, dicke Mäntel und großzügiges Trinkgeld verwenden, kriegen wir ihn nicht sicher durch den Zoll. Da der große Tag näher kommt, verhält sich mein Meister immer unkontrollierbarer und wir wollen doch nicht auffallen und unseren Platz ruinieren. Deshalb möchte ich, dass Sie Licht, meinen Meister... in der Nähe behalten. Heißt der Licht? Er wird sie erleuchten, wenn die Dunkelheit an diesen Ort zurückkehrt. Aus New Orleans höre ich, dass unsere Leute dort mehr Mittel benötigen. Stellen Sie sicher, dass Sie haben, was Sie brauchen, damit die Lieferungen an Sie sich nicht unnötig verspäten. Ich hoffe, ich kann Ihnen zu Ihrer guten Arbeit gratulieren, wenn ich das Paket in Händen halte, falls er Sie bei sich akzeptiert. Ha. Wann haben wir denn diesen Brief gekriegt? Oh. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Handgeschriebener Brief. Oh doch, der lag auch. Der lag auf dem. Ach, der lag auf dem Schreibtisch von Gygax. Und den hatte ich erstmal ein bisschen nach hinten angestellt. Okay, dann heißt der gute Mann Licht, würde ich sagen. So ist es nicht richtig. Nein! Nochmal von vorne. Urk! Heißt er nicht? Dass sie Licht meinen Meister in der Nähe behalten. Würde ich doch mal sagen, dass er das ist, oder? Er wird sie erleuchten, wenn die Dunkelheit an diesen Ort zurückkehrt. Aber interessant auf jeden Fall, aufgrund dieses Briefes können wir jetzt sagen, dass es vermutlich wirklich demnächst mal nach Amerika geht. Also wir haben jetzt Hinweise auf New Orleans und wir haben Hinweise auf Boston. Insofern denke ich mal... Also nochmal, da der große Tag näher kommt, verhält sich mein Meister immer unkontrollierbarer und wir wollen doch nicht auffallen und unseren Plan ruinieren. Er wird sie erleuchten, wenn die Dunkelheit an diesen Ort zurückkehrt. Dass sie Licht meinen Meister. Wir hatten doch noch andere. Zum Beispiel ein seltsames Gedicht hier. Licht der Tiefe. Ah, versuchen wir es mal mit Licht der Tiefe. Ha! Selbst dein jämmerlicher Geist kann Erleuchtung finden, bevor er zur Nahrung für die Diener des Chaos wird. Wo sind all die armen Seelen, die in London entführt wurden? Und was ist mit den anderen, die hier auf ihren Reisen vorbeikamen? Deine Suche ist vergeblich. Du bedeutest dem großen Herrn nichts. Bald wird er unseren Ruf erhören. Wenn diese Titanen sich für das Erwachen ihres Königs versammeln, wird der schlafende Herr auf Erden wandeln. Du und deinesgleichen werdet euch das Fleisch von den Knochen reißen.
wenn ihr erfahrt, wie euer Leben den großen Herrn und Meister beleidigt. Du wirst um den Abgrund bitten, wie alle vor dir, die den großen Einen ernährt haben. Die, die ihr schwaches Fleisch unserem Herrn gaben, schreien nach seiner Wiederkehr. Und das wirst auch du tun. Er liegt da, träumend, still, hungrig und wartet auf seine Anhänger. Zittere vor Furcht. Siehe, der große Eine kehrt zurück. Oh? Er macht so einen Krach. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen, bevor er das gesamte Personal herbeiruft. Oh ja, das sollten wir machen. Ganz, ganz flott. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt diese Treppe hochkommen. Okay, neuer Anlauf auf der Treppe. Neuer Anlauf auf der schier unüberwindlichen Treppe. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Und neuer Anlauf. Ums. Ganz ich sollte einen besseren entlang. Weg nach oben suchen. Was? Ich sollte lieber umkehren. Was? Wie einen anderen Weg nach oben? Okay, dann versuchen wir es mal mit vielleicht irgendeiner Zelle, irgendeinem, haben wir ja einen Geheimt. Ach, der Lift da. Ja, die Gygax hat doch in seinem Raum einen Lift, den probieren wir. So, der Lift. Ist der also doch noch zu irgendwas gut? Wir nehmen mal den da. Ich mache auch Krach. Shit. Scheiße. Komm schon. Lift, komm schon. Nein. Muss ich jetzt hier bei irgendeinem Code ringen, um hier rauf und runter zu kommen? Dori nochmal. Ich speichere das Spiel mal eben schnell ab. Das ist mir sonst zu heikel. Nehmen wir lieber einen neuen Spielstand. Denn wir haben jetzt hier schon ziemlich viel gezögert und haben jetzt hier sogar, hola, nicht neu, einmal fortsetzen und haben hier auch jetzt schon einmal hier rumgebimmelt. Bimmel. Wie kommen wir jetzt nach da oben? Bimmel. Okay. So. Was? Was hat er gesagt? Oh, jetzt habe ich es so schnell weggeklickt. Nochmal. Komm, sag was. Doch, nochmal. Sherlock, komm. Sachenton. Oh. So ist es nicht richtig. Aha. Nochmal von vorne. Okay. So ist es nicht richtig. Ich muss also irgendwie eine Information bekommen haben, wie es richtig ist. Was haben wir denn hier noch? Der Einsieber, genau. Brubbel. Das war auch nicht schlecht. Lektionen sollen gelernt sein. Von dem hatten wir... vielleicht kriegen wir noch Informationen von dem. Oder... Was haben wir denn? Haben wir denn noch hier Bart und Co.? Ach nein, wie schade. Gut, das haben wir nicht mehr. Irgendwelche Informationen hier zu... Ich kann mich schon nicht mehr erinnern, ob wir hier irgendwelche Textdokumente und dergleichen bekommen hatten. Seltsames Gedicht. Das hat uns ja jetzt glücklicherweise nochmal weitergeholfen. Brief von Professor Herzog. Telegramm aus New York. Schwierigkeiten, große Verspätungen, aber Waren werden rechtzeitig fertig sein, brauche Geld, habe keine Steine mehr. Punkt. Gut, das hat uns jetzt auch noch geholfen, das mit den Theorien hier. Da ging es ja nur um die Laute, die die Leute machen. Das Foto hat uns auch schon geholfen. Bürgersbrief an Gygax. Möchte ich mich dafür bedanken, dass sie unsere Bankausführer konnten. Ja, gut. Notiz für Hildegard. Hildegard, ich habe einen vollen Beutel Vogelfutter gefunden. Wenn Sie Birgit nach meiner Schicht ablösen, denken Sie daran. Dreimal kurz klingeln, einmal lang. Dann fährt der Lift zurück zum Büro des Doktors. Wenn er im ersten Untergeschoss ankommt,
ist der Weg nach oben versperrt. Sie müssen dann nach unten, um das Geschirr zu holen. Bis dann und viel Glück. Also dreimal kurz und einmal lang. Was ist denn dreimal kurz? Und ein drittes Mal. Und einmal lang. Komm schon. Rubbel, rubbel, rubbel. Oh, glücklicherweise. Und wie kommen wir jetzt nach oben? Oh, ganz automatisch. Autsch, hat mich fast eingeklemmt. Puh. Oh, sind wir jetzt hier raus?